würde auf die Frage sowohl ja wie nein antworten. Ja, weil Männer in der Regel anders sozialisiert sind. Sie definieren sich primär über den Beruf. Die eigene Beruflichkeit, da sind die Erfolge, da sind die Niederlagen, das sind ganz wichtige Wegstrecken im Leben von Männern. Und wenn man sie fragt, dann kommen sie vor allen Dingen auf diese Inhalte zurück. Familie, Kinder, diese Dinge, die kommen eigentlich erst in zweiter Linie. Vielleicht auch noch ein Unterschied, Männer haben oft ein etwas verstärktes Rückzugsverhalten. Also sie sind oft nicht gerne so im öffentlichen Bereich, sie ziehen sich lieber gerne in ihr eigenes Zimmer zurück, können oft mit so offen strukturierten Gemeinschaften nicht immer so gut etwas anfangen wie Frauen. Aber das ist eher so, ja, muss man schauen, ob man das wirklich generalisieren kann. Ein anderer Punkt, nein, weil in der Hochaltrigkeit Bedürfnislagen sich sehr stark einander annähern. Beide leiden unter Erschöpfung, unter zunehmender Fragilität, also Verwundbarkeit, Verletzbarkeit. Beide leiden unter Mobilitätseinschränkungen und so weiter und so weiter. Insofern ist die Bedürfnislage in mancher Hinsicht auch sehr ähnlich. Die jetzige Generation ist natürlich in einer Zeit groß geworden, in der das Äußern und Bekennen von Emotionen keine besondere Rolle spielte, im Gegenteil, eher als unmännlich galt. Ja, und insbesondere auch das Eingestehen von Schwäche und von Abhängigkeit galt als hochproblematisch. Jetzt nun mit einer Situation konfrontiert zu sein, wo man hilfebedürftig ist und wo man auch zunehmend seine eigenen Emotionen nicht mehr kontrollieren kann, wo es Impulsdurchbrüche gibt, sowohl im Hinblick auf Angst, aber auch auf Wut, das ist schon ziemlich problematisch und denke schon auch männerspezifisch. Ich würde es so sehen, dass das Männerbild eigentlich immer noch an alten Tugenden anknüpft. Es ist nur nicht mehr so diese, ich sag mal, harte Emotionalität, die man nicht, also wo man Emotionalität nicht zeigen kann, sondern es ist eher so dieses nach außen hin sich perfekt darstellen. Man könnte sagen, auch der moderne Mann, der zeigt seine Wunde nicht und seine Verletzlichkeit nicht. Ja, und wenn, dann nur in sehr kontrolliertem Rahmen, wo er zugleich signalisiert, dass er damit trotzdem sehr gut zurande kommt. Also auch moderne Männer sind sehr darum bemüht, nach außen den Schein der Unverletzbarkeit, der Souveränität zu erzeugen. Und aus meiner Sicht wird das im heutigen Berufsleben sogar sehr viel mehr verlangt, als das in früheren Zeiten der Fall war. Ja, also ich glaube eher, dass der modernere Mann zwar immer noch Emotionen zeigen darf, aber nur in einem sehr kontrollierten Rahmen. Das heißt, er zeigt Emotionen, aber er ist immer noch ganz und gar seiner Herr selbst. Er ist immer noch in diesem Hinsicht souverän. Und das Zeigen von Emotionen ist dann eher noch Zeichen von Stärke. Aber wirkliche Hilfsbedürftigkeit zu zeigen, wirkliches Angewiesensein auf andere, das halte ich heute für genauso schwierig wie eh und je. Schwer zu sagen. Also ich glaube, dass es Männern, aber auch Frauen gut tut, mit Dingen beschäftigt zu sein, die die Aufmerksamkeit, die Energie fokussieren. Aber diese Dinge, die speisen sich in der Regel, manchmal schon, aber oft eben auch nicht so sehr aus dem hauswirtschaftlichen Bereich. Ja, also dass man vielleicht mit anderen Materialien arbeitet, dass man auch an anderen Orten sitzt, dass man nicht unbedingt in der Küche ist, ja, und dort so auch sehr stark umgeben ist von einer stark weiblich dominierten Umgebung. Da bin ich mir nicht so sicher, ob Männer, die in sehr männlichen Berufen groß geworden sind, sich da wohlfühlen. Die gehen dann vielleicht eher weg. Also ein Beispiel: in einer Wohnküche, wo auch einige Männer sitzen, kommt der Hausmeister, um die Leuchtröhre zu wechseln. Sofort stehen zwei der Männer auf und schauen dem zu, und auch die anderen sind ganz fokussiert auf das Geschehen mit der Leiter und dem Wechseln der Leuchtröhre, während die Frauen es überhaupt nicht interessiert. Also an so einem Beispiel merkt man schon sehr deutlich,
Das ist eine andere Perspektive. Also ich glaube, eins der wesentlichen Unterschiede, wir haben das ein Stück weit schon angesprochen, ist, dass Männer eigentlich gelernt haben, Hilfen nicht anzunehmen. Eher zu schauen, dass sie es selber schaffen. So diese Fiktion der Autonomie, die ist, denke ich, bei Männern sehr, sehr viel stärker verankert. Und dann in dieser Vielfältigkeit der Hilfe anderer Menschen ausgeliefert zu sein, ist, glaube ich, nochmal in einem anderen Maße kränkend und Selbstwertgefühl bedrohend. Ja? Und ich glaube, dass Frauen doch insgesamt zumindest bislang mehr gelernt haben, auf die Hilfe auch anderer Frauen zurückzugreifen, zueinander zu stehen, sich nachbarschaftlich zu helfen. Ich glaube, dass da gibt es eine andere Kultur des Verbundenseins. Ja, und diese Autonomiekränkungen, die Männer hier erfahren, die münden dann oft in starken Abwehrverhalten, ja, wo ich dann im anderen im Grunde genommen meine Bedürftigkeit abwehre. Und das ist natürlich für die Pflegesituation hochproblematisch. Ansonsten würde ich das nicht so pauschal sehen, dass die Demenz nun Männer ganz anders verändert, als sie Frauen verändert. Wobei man sagen muss, dass Männer meistens eine vaskulär betonte Demenz haben, Frauen eher eine Alzheimer betonte Demenz. Eine vaskuläre Demenz hat, so sagt man zumindest, häufiger auch eine vaskuläre Depression, die damit einhergeht. Ja, und hat ein etwas anderes Spektrum von emotionalen Reaktionen, die das nach sich zieht, als eine Alzheimer-Demenz. Aber prinzipiell würde ich sagen, würde ich nicht glauben, dass die Demenz per se aus Männern etwas ganz anderes macht, als die Demenz bei Frauen etwas aus ihnen macht.